auch später holen. Wir gehen jetzt einfach erstmal rein. Zauberbrückenformel. Haben wir noch? 24 Mal reicht glatte hin. Und hier habe ich noch zwei Flügel, die machen das gleiche wie Flucht. Oh, du hast was gefunden. Kalkstein, yeah! Genau den wollte ich nämlich noch kaufen gehen. So, hier ist eine Wurzel. Das wäre Nektar gewesen, wenn wir den nicht voll hätten. Hier oben, ich glaube, da ist noch eine Truhe, in der irgendwas drin ist. Ja, genau, danke. Nektar. Bei ihr kann man was speichern, glaube ich. Sei gegrüßt, Freund. Möchtest du speichern? Ja. Machen wir das einmal flux. Sieht aus, als wäre auf der anderen Seite der Grube ein Schalter. Wenn ich etwas zum Werfen hätte, könnte ich ihn betätigen. Ja, du hast einen Speer, aber der geht noch nicht. Wir bekommen nämlich hier vor dem Boss dann Speer. Und dann geht's ab. Habe ich da eine Tür gehört? Dann geht's ab da hoch zum Endboss und... Weg, weg, weg. Oh. Boah, was? Die machen mir 21 Damage? Ey, so viel? Muss ich ja echt aufpassen, nicht in die reinzugehen. Ach, hier war es gar nicht. Es ist ja auch so ein bisschen labyrinthartig aufgebaut und man muss die Wege ein bisschen kennen, aber auf jeden Fall nicht so schlimm wie die Pyramide, finde ich. So, da drüben gab es nur irgendeinen Blödsinn, das weiß ich noch. Wir müssen jetzt einmal rum den Schalter drücken, dann zurückkommen. Ah, eigentlich brauche ich die auch gar nicht töten, weil die leben sowieso dann alle gleich wieder. Habe ich ja komisch zugeschlagen. Schalter! Tür aufgemacht. Yay, und... Das ist das, was ich meine. Das ist ein bisschen doof, dass jetzt wieder alle Gegner leben. Oh, nee. Gut, dass wir den Geheimgang in der Grube gefunden haben. Aber jetzt sollten wir nicht mehr dorthin gehen. Wir sind hier. So, und ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Jetzt sind da gleich zwei. So eine auch noch. Ja, dankeschön. Ich hoffe, ich schaffe jetzt von der Zeit. Jetzt. Letztes Mal hatte ich da echt Probleme mit. Ja, toll. 43, das. Eigentlich kann ich schon abbrechen, weil... Werde ich jetzt eh von dem Blob getroffen? Nee. Diesmal nicht. Ja, aber Brücke jetzt weg. Ich weiß auch nicht, mal passt das von der Zeit her wunderbar und mal habe ich da echt Probleme. Und was auch nicht geht, ist den Speer darüber werfen und das Ding treffen. Das habe ich auch schon versucht. Also... Fliegt er zwar, aber er trifft da nichts.
Was ist denn das für ein lustiger Bug? Triff ich da die Wand oder was? Oh, whatever. Das ist halt das Doofe, dass sämtliche Gegner hier echt jedes Mal wieder da sind. Man kann auch nicht den Hund da irgendwie stehen lassen oder sowas. Ist halt auch ein... Ah. Vielleicht rennt der Hund nicht schneller als Windhund? War das nicht das Rätsels Lösung? Warte mal. Einmal mich heilen. So, zack, gegenhauen. Hund und... Tja, weiß ich nicht, rennt der schneller? Irgendwie ist jetzt gerade mal kein Gegner da. Das ist ganz praktisch. Muss auf den und jetzt komm rüber, 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 rüber. Wo bleibt mein... Dankeschön. Boah. Oh, ich hab die Ratte mitgetroffen. Ich hab hier... Irgendwie, mit Granitpanzer eigentlich nicht eine zu dünne Rüstung. Rüstung ist gut, ey. Ich habe einfach viel zu niedriges Level, um hier zu sein, irgendwie. Das Gefühl. Ach, hier war, genau. Ah, Bronzeaxt. Zack. Ich laufe hier auch gerade echt in alles rein, was irgendwie auch nur da ist. Zauberperlen, genau. Heilung haben wir noch 58, das ist gut. Zauberperlen haben wir mittlerweile 14 Stück. Die werden wir nachher auch noch brauchen. So, und jetzt haben wir, glaube ich, unten rechts aufgemacht. Ja, genau. Und hier ist der Minotaurus. Der habe ich auch noch nie so schnell tot war. Hat da gerade der Knochen gebackt? Das sah auch ein bisschen komisch aus. So, unten links jetzt offen. Das war echt nicht schlecht, ey. So, hier war's. Links, Mitte, rechts. Und schon können wir hoch. In den beiden Truhen, da war, glaube ich, auch noch unwichtiges Zeug. Auf jeden Fall nix. Was irgendwie von großem Interesse wäre. Alter, langsam, also... spiel ich mir aber auch echt Blödsinn zusammen, ne? Achso, das ist der Ausgang nachher. Ja. Oh, ey, dass der jetzt einfach wieder da ist, habe ich nicht erwartet. Normalerweise sollte man halt auch nicht mit so einem niedrigen Level hier sein, aber würde man auch nicht so viel Damage nehmen. Ist offen. Da müssen wir auf jeden Fall lang, aber war hier noch ein Schalter vorher zu drücken? Hier ist das Tor, ne? Da ist das. Hier kommt man dann, glaube ich, her, ne? Ja. Oh, ich habe noch extra drauf geachtet. So, Schalter. Sich vom Blob treffen lassen, habe ich auch getan. Sehr gut. Und dann hier Schalter. 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 Danke. Heilung.
jetzt, wie war denn jetzt, unten oder oben? Ist beides offen? Ja, ich glaube unten. Nein, oben. Ich schon mal was glaube. Auch gar nichts mehr, zweimal umsonst treffen lassen. Lass mich bewegen. Dankeschön. Kein Gegner mehr. So, Schalter druckt. Oben war glaube ich falsch. Bomber glaube ich richtig. Dass man jetzt hier einfach überall Nektar findet, ist einfach... Achso, hier ist eine Zauberbrücke, ne? Man könnte, wenn man wollte, aber hier ist es völlig sinnlos, weil man einfach gerade rüber gehen kann. Naja. Was man jetzt überall Nektar findet, was ich gerade sagen wollte, ist halt einfach, weil Nektar macht genau das gleiche wie Blätter, Lebensenergie wiederherstellen. Stellt halt nur mehr her und ne, wir sind weiter im Spiel. Stärkt Gegner, stärkt über Heilkram. Pipapo. Knochenknüppel erreicht Level 3. Was macht er eigentlich auf Level 3? Da macht er so einen Schlag. Oder ist auch schon unser Endboss. Oh yeah, da holen wir voll aus. So, an dir jetzt einmal vorbeirennen. Dich nicht bekämpfen und... Ne, unten was. Hier in die Wand reingehen. Unten rechts. Hoch. Links in die Wand rein und hoch und nach rechts. Ich weiß noch, das hat mir damals mein Bruder gezeigt, der wusste das irgendwoher. Ich weiß auch nicht, irgendwie aus Club Nintendo Magazin oder von irgendeinem Kumpel oder keine Ahnung. Ich habe mir damals gedacht, what the fuck, wer soll darauf kommen? Aber das ist geheimtechnisch echt schon damals, ich meine, man hatte kein Internet damals, ne? Es gab nicht irgendwie 10.000 Leute, die das Spiel gespielt haben. Einer hat es mal per Zufall gefunden und ins Internet gepostet. Ein YouTube-Video gemacht, 30.000 Leute haben das YouTube-Video von ihm geklaut und als ihr eigenes reingestellt. Ne, das war damals noch nicht. Wenn das nicht irgendwer aus deinem Freundeskreis irgendwie wusste, dann, ne? Wusste das keiner. Moronius, bist du das? Ich bin nicht Moronius, ich bin sein Bruder Imbicilius. Woher kennst du ihn? Er gab mir eine Formel, die es mir ermöglicht, Gruben zu überqueren. Das ist ja toll. Dann kannst du ja hier nach den Juwelenaugen suchen. Lass mich dich mit dieser Feuerballformel ausrüsten. Ja, Feuerballformel, danke. Die packe ich mal für Arnold bei, glaube ich. Obwohl ich sie auch nie benutzen werde irgendwie. Ah, egal. Du brauchst 2 Schwefel und 2 Prisen Asche, um die Formel zu mischen. Mit Spielstand speichern, ja, von mir aus. Auf Wiedersehen. Verkaufst du, sitzt hier sparsam ein. Nein. Nein. Schade, wir können bei ihm keinen.